dachte eigentlich, vielleicht kann man hier so ein Buch ziehen, so wie aus so einem Geheimfilm. Und dann fährt die Wand vor. Aber es sieht nicht danach aus. Ach, guck mal, hier unten lang. Lul, mein Gott. Erzähl mir mal was. Siehst du die Öffnung? Wohnung 216. Du solltest dort eine große rote Kiste mit Goldrand finden. Da drin bewahre ich meine Schuhe auf. Kommst du nicht mit? Wegen dir sind meine Schuhe im Arsch, also geh mir neue holen. Geh rein, nimm die Schuhe, komm wieder. Und fass sonst nix an. Kapiert? Hey, hier stimmt doch was nicht, LeBron. Was ist los? Hol sie einfach, okay? Du bist auf den scheiß Fernsehturm geklettert. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt ihre Schuhe holen muss. Kommt drauf an, was da drin ist. Ich habe 20 Paar in meinem Rucksack. Okay, Feigling. Ich denke mal, da ist ein paar Schuhe für dich dabei, Fräulein. Ja, was guckst du denn so doof? Jetzt muss ich da wieder rein. Soll ich nachhelfen? Anzeige ist raus, ey. So. Gut, vielleicht kriegen wir ja hier auch diesen komischen Behälter, ne? Dann wäre ja alles geil. Guck mal, da drüben ist er sogar. Ich muss noch weiter runter. So, ich habe sowieso keine Angst mehr vor euch Zombies. Ihr könnt alle kommen. Ich hau euch alle kaputt. So. Guck mal, hier ist es. Und da ist der Behälter. Apartment 216. War das 216? Ich bin drin. Fass bloß nichts an. Und nimm dir nur die Schuhe. Was ist hier, das dir so Angst macht? Ein Zombie wahrscheinlich. So. Der Hemmstoffbehälter ist da hinten. Was haben wir hier noch? Nette Bude. Also diesmal werde ich auf jeden Fall alles untersuchen. Weil so habe ich auch das erste Sammelitem verpasst. Und ich hoffe echt, dass sie neues Spiel Plus machen. So, untersuchen. Ein schönes Radio. Cool. Ob das wohl noch funktioniert? Nee. Geht nicht mehr. Unser Mixtape. Gar nicht. Ich glaube, die hat da mit jemandem drin gewohnt. Mit ihrem Macke oder so. Können die mir vorstellen? Könnte ich mir vorstellen. So, hier ist noch irgendwas zum Untersuchen. Oh, guck mal, hier ist Schuhe. Männerstiefel? Achso, nee, sind nicht ihre. Ah, hier geht's nach oben. Geil. Da kriegen wir gleich diesen Behälter. Und ich denke mal, da werden wir auch gleich einen kleinen Ipsum. Lol. Lorem Ipsum. Da werden wir auch gleich einen kleinen Fight haben. Vielleicht mit dem Typen, der Zombie geworden ist. Wo geht's denn hier weiter? Ist hier ein geheimer Raum oder was? Wow, LeBron. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Hast du sie endlich? Nee, ich hab's noch nicht. Tut mir leid, aber hier ist keine rote Kiste. Hier hinter. Dummkopf. Dann such richtig. Hinter den Brettern ist noch ein Zimmer. Hinter den Brettern? Aber wie komme ich da hin? Komm ich ja nicht lang. Und hier war auch kein Knopf, ne? Kein Knopf. Also den Knopf, den ich drücken muss, damit ich da hinkomme. Ach so, warte mal, ich kann ja wieder den Haken nehmen. Ja gut. Funktioniert auch nicht so gut. Hinter den Brettern ist eine. Ist noch was. Ja, aber wie soll ich denn da runterkommen? Verstehe ich nicht. Ich dachte eigentlich, vielleicht kann man hier so ein Buch ziehen. So wie aus so einem Geheimfilm. Und dann fährt die Wand vor. Aber es sieht nicht danach aus. Ach, guck mal, hier unten lang. Cool. Mein Gott.
Aha. LeWarn? Die hat damals schon die gleichen Klamotten angehabt. Du wirkst ja geradezu glücklich. Die hat einfach keine anderen Klamotten. So. Räumen Sie den Eingang zum versteckten Zimmer frei. Ah, nette Bude. Warum bist du in die Kantine umgezogen? Wer hat denn hier gelebt? Hier hat auch noch jemand gewohnt. Lebt er noch hier, oder? Das ist ein Bogen, Alter. Da lebt keiner. Finde einfach nur die Schuhe und lass die blöden Fragen. Warum hast du das hier fürs Fischauge aufgegeben? Weil ich da zu Hause bin. Ich habe alles mitgenommen, was ich brauche. Das heißt, außer die Schuhe. Ach, die mit ihren Schuhen, Alter. Ich hol mir erstmal hier die Kiste. Upgrade verfügbar, jetzt schon? Soldaten-Cargo-Hose, kann ich nicht nehmen, Alter, ich raste aus. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt gehabt, ey? Nimm lieber mal das Zeug damit. Die seltene Soldaten-Hose, Alter. So. Schuhe. Büroklammer. Bogen. Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass ich da nicht mehr nehmen kann. Moment, ich muss mal jetzt ein bisschen ausräumen hier. Das kann doch alles nicht wahr sein. Komm, wir hauen mal das weg und den Hammer hier und das Ding. So. Mal den Bogen mit. So. Das kann man immer noch nicht mitnehmen. Also keine Ahnung wo. Ach so, guck mal, hier kann man untersuchen. Ja, haben Sie offenbar viel Zeit verbracht. Schuhe! Ich habe deine Schuhe gefunden. Super. Und jetzt komm da wieder raus. Schade. Ist ein schönes Liebesnest mit Wein und super Aussicht und sogar mit Musik. Da ändert sich mein ganzes Bild von dir. Und weißt du was? Ich kann den Typ verstehen, dass er dich mochte. Fick dich, Aiden! Hey, ich wollte doch nicht... LeWarn, warte! Was? Hakon! Du alte Sau! Hakon, du alte Sau? Liebe jedoch wechselt nicht mit Tag und Stunde. Ihr Ziel ist endlos. Bis ins Verderben. Was liest denn der da immer vor? Scheiße, LeWarn! Die Untertitel sind komplett anders. So, Quest aktualisiert, sprechen Sie mit Lavan. So, wo ist denn Lavan? Kann man denn noch eigentlich nochmal reingehen? Geh mal da durch. So, wieder raus da. Wie sind wir denn hier nochmal reingekommen? Hier hinten. Through the door. So, wo ist sie denn? Also hier ist sie nicht. LeWarn, bist du da? Komm schon. Ich wollte dich nicht verletzen. Triff mich einfach auf meinem Dach. Geh und warte dort auf mich. Gib mir die Schuhe und dann... Treffen Sie LeWarn? Ist ja klar, dass du dahin gehst, wo du immer hingehst, wenn du sauer bist. Auf dem Dach. Auf welchem Dach denn? Bei dem anderen Häuschen da, oder was? Da hinten. Wo komme ich denn da hin? Hopp! Hoppla hopp! Hoppla hopp! Hoppla hopp! So! Wir sind endlich wieder bei ihr! Wo ist sie denn? Hallo? Warten Sie auf LeWarn! Okay, ich warte auf LeWarn. Achso, ich kann mich hier hinsetzen. Dann warten wir mal.
Lavan, Lavan. Also. Hier, da sind deine Schuhe. Und das hier auch noch. Mhm. Weg damit! Ich wusste nicht, dass du mit Tarkon zusammen warst. Warum wohl steht er so weit oben auf meiner Abschussliste? Okay, macht Sinn. Dass jemand Gedichte mag, heißt noch nicht, dass er den Tod nicht verdient. Habt ihr euch getrennt, weil er Frank im Stich gelassen hat, oder hat er Frank im Stich gelassen, weil ihr euch getrennt habt? Solche Analysen sind jetzt vollkommen sinnlos, Aiden. Was auch immer passiert ist, es war ein Fehler, okay? Ich hätte niemals so naiv sein dürfen. Deshalb solltest du nicht rumschnüffeln. Fuck! Warum hast du nicht einfach auf mich gehört? Sorry. Vergiss es einfach. Ah, die soll ihre neuen Schuhe nehmen und dann ist gut, ey. Warum meckert die mich immer so voll? Lass mich einfach in Ruhe. Okay, lass dich einfach in Ruhe. Trink mal dein Stuff. Und dann ist gut. Was ist denn los? Du gibst einfach nicht auf, oder? Das solltest du doch wissen. Ich hasse die weinerliche Tour. Es ist doch nicht weinerlich, über seine Gefühle zu reden. Also gut. Kannst bleiben, wenn's sein muss. Aber stör mich nicht. Ich habe zu tun. Was hat die denn zu tun? Nein, du Idiot. Sterne gucken. Hey, da ist der große Wagen. Du bist ja echt voll der Experte. Außer, dass das nicht der große Wagen ist. Oh, ups. Aber den Versuch war es wert, hä? Kennst du noch andere Sternbilder? Ja. Frank hat mir damals einiges über den Nachthimmel beigebracht. Als wir das Fischauge bauten, kletterte ich immer am Gerüst hoch aufs Dach. Frank kam hoch und sagte, es wäre zu kalt, zu spät und sowas. Aber dann erzählte er mir stundenlang Geschichten. Es war toll, ihm zuzuhören. Die Sterne sind so nah und so hell, dass man sie buchstäblich fast an den Eiern packen kann. So hat Frank das formuliert. Elegant, oder? Was ist mit dir, Aiden? Mit mir? Wieso? Kennen Pilger sowas wie Herzschmerz? Ich glaube, es ist andersrum. Pilger sind immer auf dem Sprung. Man liebt jemanden und dann haut man ab. Du bist einer, der liebt und dann die Flieger macht? Für mich zählen nur meine Ziele. Also... Dann wäre dein Sternbild Orion. Der Jäger. Da drüben. Wir haben Glück, dass wir ihn sehen können. Der Jäger. Weil er nicht das ganze Jahr da ist. Er kommt und geht. Wie du, Pilger. Du flunkerst mir was vor, um Eindruck zu schinden. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Bist du denn beeindruckt? Ja, schon. Hast du Hakon getroffen, während du mit Frank das Fischauge gebaut hast? Er hing damals oft mit Frank rum. Sie waren Freunde. Ist eigentlich eine einfache Geschichte. Ich war jung und suchte Aufmerksamkeit. Und er wollte seinen Spaß haben. Aber ich habe daraus gelernt. Weg damit! Wichtige Lektion fürs Leben. Und das Gedicht? Das sind nur Worte, Aiden. Worte bedeuten etwas. Lieb ist kein Narr der Zeit. Ob Rosenwangen auch. Ihrer Sichel krumme Schneid umspannt. In enger Stundenlauf uneingefangen. Wer hat die Untertitel geschrieben? Also der muss komplett besoffen gewesen sein. Nur Worte. Es geht dir immer noch nahe, oder? Deshalb hast du mich auch in die Wohnung geschickt. Ja, es geht mir nahe, Aiden. Denn ich bin nicht mehr dieselbe.
Deshalb wollte ich nicht da rein. Damit das kleine, dumme Mädchen, das ich damals war, nie mehr die Oberhand gewinnt. Ich habe es mal gehasst. Aber heute ist sie mir total egal. Ja, wir sollten schlafen. Aiden, wenn ich Hakon sehe, bringe ich ihn um. Ganz einfach. Halt mich nicht auf. Okay, aber wenn du dich rächst, fühlst du dich noch lange nicht besser. Es geht nicht um mich, sondern um Frank. Ich werde alle rächen, die in jener Nacht starben. Damals sind viele Sterne erloschen. Hakon hat immer groß dahergeredet. Aber als es drauf ankam, ließ er seine Freunde im Stich und sie starben. Da hat er sein wahres Ich gezeigt. Feige Ratte. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Stimmt. Aber ich kann seine Uhr stoppen. Und das werde ich auch. Ja. Gute Nacht, Aiden. Okay. Good night and good luck. Aiden. Aiden, sind Sie da? Wo sind Sie? Ich bin hier, ja. LeWarn? Schön, dass Sie am Leben sind. Das war wirklich aufregend in dem Gebäude und dann waren Sie auf einmal weg. Ja, dann war ich auf einmal weg, ne? Wir müssen reden. Es geht um die GRE-Datenbank, nach der Sie suchen. Ich habe endlich was Konkretes gefunden. Ich warte auf dem Schiff auf Sie. Danke, Jack. Ich komme zu Ihnen so schnell ich kann. LeWarn? LeWarn, bist du da? LeWarn ist einfach mal abgehauen, Alter. LeWarn, komm schon, hörst du mich? Sag einfach, dass du okay bist. So, Story Quest abgeschlossen, der Schuh. Nice.